Einmal im Monat treffen sich die jungen Leute im Kloster Kaufbeuren zu einem Wortgottesdienst. Ein kleines Licht am Anfang, darum geht es heute. Und auch darum, wie die Beziehung mit Gott das Leben hell und leuchtend gestalten kann. Diesen Gedanken möchte Gruppenleiterin Clara den Jugendlichen mit auf den Weg geben. Erst seit ein paar Monaten ist die 19-Jährige Teil der Jugendstelle Kaufbeuren. Als Bufdi, also als Teilnehmerin beim Bundesfreiwilligendienst, sammelt sie Erfahrung in der kirchlichen Jugendarbeit. Und die gehen weit über diese Gruppenstunde hinaus. Es geht, glaube ich, einfach schon auch darum, junge Leute mit gewinnen und vor allem auch wieder für die Kirche mit zu gewinnen und da zu sagen, hey, wir machen Arbeit für euch, wir sind für euch da und wir hören auch auf das, worauf ihr Lust habt. Also wir planen jetzt ein großes Festival im Juni diesen Jahres und da haben wir auch dann an dem Planungswochenende uns viele Jugendliche eingeladen und wirklich gefragt, hey, was wollt ihr? Und das finde ich sehr, sehr cool, weil es einfach wichtig ist, dass die Jugendlichen merken, dass man auf sie hört und dass die sich auch gewertschätzt fühlen, weil es ja auch wir mit ganz vielen Ehrenamtlichen zusammenarbeiten und dass die auch das Gefühl haben, hey, die sehen auch, was wir als Ehrenamtliche machen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei uns in der Jugendstelle auch. Und das ist ihr Arbeitsplatz. Hier verbringt Clara einen wichtigen Teil ihres Tages. Gerade plant sie ein Jugendfestival im Sommer. Punkt für Punkt arbeitet sie sich auf ihrer Liste voran. Während ihrer Schulzeit hat sie in ihrer Heimatpfarrei Friedberg bereits die Ministranten und die Pfarrjugend geleitet. Das kommt ihr jetzt zugute. Für ihr Orientierungsjahr nach dem Abitur war also schnell klar, dass sie sich auch weiterhin in diesem Bereich engagieren möchte. Ich habe dann aktiv eben bei den Jugendstellen geschaut. Also ich habe mich jetzt eigentlich sehr, sehr wenig auf diesen ganzen allgemeinen Bufti- und FSJ-Seiten aufgehalten. Ich bin bei mir daheim schon seitdem ich 8 bin bei einem Ministranten gewesen und seitdem ich 14 bin, da auch als Leiterin aktiv, genauso bei uns in der Pfarrjugend, die ich jetzt auch 2,5 Jahre, also die Komplettleitung hatte, sozusagen von der ehrenamtlichen Seite aus. Und dementsprechend bin ich da einfach schon sehr aktiv im Bereich kirchliche Jugendarbeit und kann das hier natürlich auch super mit einbringen. Und das hilft mir natürlich auch immer wieder weiter, weil ich sagen kann, hey, das haben wir daheim so und so gemacht, vielleicht können wir es hier auch mal so ausprobieren. Und das macht schon Spaß, das jetzt hier auch einbringen zu können. Und schon wieder eine Besprechung. Der Austausch ist wichtig, um neue Ideen zu entwickeln. Davon lebt die katholische Jugendarbeit. Ein Jahr lang wird Claras Einsatz dauern. Angereichert mit Seminaren von Bund und Caritas, bei denen es zum Beispiel um politische Bildung oder Work-Life-Balance geht. In regelmäßigen Anleitungsgesprächen steht sie außerdem mit ihren Kollegen im ständigen Austausch. Für uns ist es ein Gewinn, absolut, weil eben junge Menschen im Team sind, weil sie herausfordern, weil sie die Arbeitsweise in Frage stellen, weil sie ihren jugendlichen Blick einbringen in die Arbeit. Das ist super bereichernd natürlich, gerade für unseren Job, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube insgesamt auch in Teams, sie bringen eine Frische mit und neue Ideen und das ist immer toll. Und ganz nebenbei hat sie heute auch noch das Friedenslicht von Bethlehem mit im Gepäck. Mit ihren zwei jungen Begleitern macht sie sich auf den Weg zu den Menschen in Kaufbeuren. Das Friedenslicht soll vor allem Mut machen für das neue Jahr. Ziel ist heute die Kulturwerkstatt. Die Kinder der Theatergruppe warten bereits. Sie dürfen das Friedenslicht in Empfang nehmen. Natürlich nicht, ohne sich dafür zu revanchieren. Vielleicht konnte Bufti Clara auch hier wieder etwas von ihrer Begeisterung für den Glauben an junge Menschen weitergeben. Ja.